Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Adventsandacht. Ich freue mich, dass Sie und ihr alle da seid. Musik macht für uns heute Herr Jochen Willroth. Ihr könnt ihn nicht sehen, aber ihr habt ihn alle schon gehört bei der Empfangsmusik, bei der Eingangsmusik. Er spielt heute unsere wunderbare Orgel hier in der Kirche. Ich freue mich ebenfalls sehr und begrüße ganz herzlich Marianne Kares. Marianne, ich weiß, wie lange du, nämlich das ganze Jahr über, nach einer passenden Geschichte für unsere Adventsandacht suchst. Und ich bin sehr gespannt, was du dieses Mal mitgebracht hast. Herzlich willkommen alle. Unsere Weihnachtsreise, die wir ja in diesem Jahr unternehmen, für den heutigen Trip müssen wir gar nicht in ein Flugzeug steigen. Wir müssen auch nicht morgens los. Wir können gemütlich nach dem Mittagessen uns in unser Auto setzen. Oder wenn wir fit sind, können wir im Sommer sogar mit dem Fahrrad dahin fahren. Wir reisen heute nach Dänemark und lernen dänische Advents- und Weihnachtsbräuche kennen. Es ist für viele von uns schon seit vielen Jahren eine liebgewordene Tradition, in der Adventszeit entweder mit dem eigenen Auto oder auch in größeren Gruppen mit dem Bus eine Tour nach Dänemark, nach Tondern zum Weihnachtsmarkt oder nach Kopenhagen zu unternehmen. Das machen natürlich besonders die Leute, die nördlich der Eider wohnen, denn schließlich gehörten sie ja früher mal zu Dänemark. In Tondern und auch in Kopenhagen sind die Straßen ganz festlich geschmückt. Alles ist erleuchtet. Die Häuser sind festlich und man findet auf den Straßen überall kleine Buden, an denen man Glöck oder auch Julebrück genießen kann. Julebrück ist ein Weihnachtsbier, das alljährlich am ersten Freitag im November zum ersten Mal ausgeschenkt wird. Auch ich bin gerne immer nach Dänemark gefahren in der Adventszeit. Da habe ich mal überlegt, habe ich das wegen des Glöcks gemacht oder wegen des Biers? Nein, ich bin nach Dänemark gefahren, um Weihnachtsschmuck für den Tannenbaum zu kaufen. Denn wir hatten zu Hause immer einen dänisch geschmückten Weihnachtsbaum. Ich habe nur noch wenige von den Dingen, einige habe ich mitgebracht. Alles, was in den dänischen Bäumen hängt, ist fast immer selbst gefertigt, Handarbeit. Alles kleine Teile, kleine Englein, Holzsterne, die kennen Sie, Fröbelsterne. Und ganz, ganz viele Weihnachtswichtel hängen am Baum. Die Kerzen sind immer natürliche Kerzen, weiß. Und ich hatte im Mühlenweg oben rote Kerzenhalter, das Gegengewicht, das also den Halter für die Kerze selber im Gleichgewicht hielt, war ein Holzapfel, ein roter Holzapfel. An der Spitze des Baumes war immer auch ein handgefertigter Stern. Es hingen auch immer Julehjärtjes an dem Baum. Das sind kleine Flechtherzen. Vielleicht haben Sie in Ihrer Grundschulzeit mal erlebt, dass so etwas gebastelt wurde in der Schule. Das sind so kleine Taschen, in die kann man dann Süßigkeiten tun. Soweit zum Tannenbaumschmuck. Die Adventszeit nutzen die Dänen zum gemütlichen Beisammensein mit Freunden, Kollegen und Familie. Diese Feier nennt man dann Julefrohkost. Dabei wird dann die Kalenderkerze angezündet, eine recht große Kerze,
mit 24 Segmenten und jedes Mal bei einem Treffen wird ein Segment weiter heruntergebracht. Man isst dann dänische Spezialitäten und natürlich dürfen in Dänemark auch Bier und Schnaps nicht fehlen. Langjährige Tradition in Dänemark ist auch die Ausgabe einer Weihnachtsbriefmarke, deren Verkauf wohltätigen Zwecken zugute kommt. Und am 13. Dezember kommt wie in allen nordischen Ländern Lucia mit ihrer Lichterkrone. Weihnachten wird wie bei uns am 24. Dezember gefeiert. Am Tag vor Weihnachten wird der Weihnachtsbaum aufgestellt. Es ist natürlich die beliebte Nordmann-Tanne, die zu einem echten Exportschlager Dänemarks geworden ist. Wie sie geschmückt wird, habe ich schon erzählt. Für unsere dänischen Nachbarn ist das Weihnachtsessen eine wichtige Angelegenheit. Fast wie bei uns. Ente, Salzkartoffeln, Rotkohl und Soße. Als Weihnachtsdessert gibt es Riesler Mandeln. Auch davon haben wir schon bei den anderen Andachten gehört. Das ist ein Milchreis mit Kirschsoße, in dem eine ganze Mandel steckt. Das Familienmitglied, das die Mandel in seiner Portion findet, bekommt ein zusätzliches Geschenk. Es lohnt sich also tüchtig reinzuhauen bei dem Dessert. Für die Weihnachtswichtel wird eine große Schüssel Milchreis auf den Dachboden gestellt, um die kleinen Kobolde wohlwollend zu stimmen. Und das, was dann kommt, gefällt mir persönlich ganz besonders gut. Nach dem Essen wird Hand in Hand um den Weihnachtsbaum getanzt, wobei Weihnachtslieder gesungen werden. Anschließend gibt es die Geschenke, die der Julemann, der Weihnachtsmann, begleitet von den Weihnachtslichtern, den Kleinen bringt. So feiert man in Dänemark. Zu Ende, Herr, die Sonne ist schon längst untergegangen. Straßenlaternen und Lichterketten erhellen die Dunkelheit. Für viele geht ein Arbeitstag zu Ende. Was zu tun war, ist getan. Was offen bleibt, das sei dir anbefohlen.
So kommen wir nun von unserem Tagewerk und versammeln uns an diesem Abend hier vor dir. Wir kommen vor dich mit unserem Dank und unserem Lob, mit unseren Fragen und unseren Zweifeln, mit unserem Hoffen und Bangen. Wir bitten dich um deinen Segen. Sei bei uns in dieser Andacht, nachher auf dem Heimweg und in der Nacht. Amen. Guten Abend. Heute lese ich eine Geschichte von Selma Lagerlöf vor. Die heilige Nacht. Es war ein Weihnachtstag, an dem alle außer Großmutter und mir zur Kirche gefahren waren. Ich glaube, dass wir im ganzen Haus allein waren. Wir hatten nicht mitfahren können, weil die eine zu jung und die andere zu alt war. Und wir waren beide ganz traurig darüber, dass wir nicht zur Frühmitte fahren und die Weihnachtskerzen sehen konnten. Als wir aber so in unserer Einsamkeit dasaßen, begann Großmutter zu erzählen. Es war einmal ein Mann, der in die dunkle Nacht hinausging, um sich etwas Feuersglut zu holen. Er ging von Hütte zu Hütte und klopfte an jede Tür. »Helft mir, ihr lieben Leute«, sagte er. Mein Weib ist eben eines Kindleins genesen und ich muss Feuer anzünden, um sie und das Kindlein zu erwärmen. Aber es war tiefe Nacht, so dass alle Menschen fest schliefen. Niemand antwortete ihm. Der Mann ging immer weiter. Schließlich gewahrte er in weiter Ferne einen hellen Feuerschein. Er wanderte in dieser Richtung fort und sah, dass das Feuer im Freien brannte. Eine Menge weißer Schafe lagerte schlafend ringsumher und ein alter Hirt saß daneben und bewachte die Herde. Als der Mann, der das Feuer holen wollte, die Schafe erreicht hatte, sah
sah er, dass drei große Hunde schlafend zu des Hirten Füßen lagen. Bei seinem Kommen erwachten sie alle drei und sperrten ihre weiten Rachen auf, als ob sie bellen wollten. Man vernahm jedoch keinen Laut. Der Mann sah, dass sich die Haare auf ihren Rücken sträubten. Er sah, dass ihre spitzen Zähne im Feuerschein weiß leuchtend aufblitzten, und er sah auch, dass sie auf ihn zustürzten. Er fühlte, dass einer ihn ins Bein biss, der zweite nach seiner Hand schnappte und der dritte ihm an die Kehle sprang. Aber die Kinnladen und Zähne, mit denen die Hunde ihn beißen wollten, gehorchten nicht, und der Mann erlitt nicht den geringsten Schaden. Nun wollte er vorwärts gehen, um zu holen, was er brauchte. Aber die Schafe lagen Rücken an Rücken so dicht gedrängt, dass er nicht vorwärts kam. Und der Mann schritt über die Rippen der Tiere zum Feuer hin. Aber keines erwachte oder bewegte sich. Bis dahin hatte Großmutter ungestört erzählen können, länger jedoch vermochte ich nicht an mich zu halten, ohne sie zu unterbrechen. Weshalb taten Sie es nicht, Großmutter? Fragte ich. Das wirst du bald erfahren, sagte Großmutter und erzählte weiter. Als der Mann schon beim Feuer angelangt war, blickte der Hirt auf. Er war ein alter, heftiger Mann, unfreundlich und hart gegen alle Menschen. Als er nun einen Fremden nahen sah, griff er rasch nach einem langen, spitzen Stabe, den er in der Hand zu halten pflegte, wenn er seine Herde weiden ließ, und schleuderte nach dem Mann. Der Stab flog sausend gerade auf ihn zu, aber ehe er ihn treffen konnte, wich er zur Seite und flog an ihm vorbei ins Feld. Als Großmutter so weit gekommen war, unterbrach ich sie nochmals. Großmutter, warum wollte der Stecken den Mann nicht treffen? Aber Großmutter kümmerte sich um meine Frage gar nicht, sondern fuhr in ihrer Erzählung fort. Nun kam der Mann auf den Hirten zu und sprach zu ihm. Lieber, hilf mir und lass mich etwas von deiner Feuersflut nehmen. Mein Weib ist eben eines Kindleins genesen und ich muss Feuer anzünden, um das Kindlein zu erwärmen. Der Hirt hat ihm am liebsten abgeschlagen, aber er dachte daran, dass seine Hunde diesem Manne keinen Schaden hatten zufügen können, dass die Schafe nicht vor ihm davongelaufen waren und dass sein Stab ihn nicht hatte hinstrecken wollen. Da wurde ihm etwas bänglich zumute und er wagte nicht, ihm die Bitte abzuschlagen. Nimm so viel du brauchst, sagte er zu dem Mann. Das Feuer war jedoch fast gänzlich niedergebrannt. Weder Holzscheite noch Zweige waren vorhanden, nur ein großer Glühhaufen lag da und der Fremde hatte weder Schaufel noch Eimer, um darin die rotglühenden Kohlen heimzutragen. Als der Hirt dies sah, sprach er abermals, nimm so viel du brauchst, und er freute sich, dass der Mann nicht imstande sein würde, die Glut mitzunehmen. Aber der Mann beugte sich nieder, las mit bloßen Händen glühenden Kohlen aus der Asche und wickte sie in seinen Mantel. Und die Kohlen versenkten ihm weder Hände noch Mantel, und der Mann trug sie davon, als wären es Äpfel und Nüsse. Aber hier unterbrach ich die Märchenerzählerin zum dritten Mal. Großmutter, warum wollen die Kohlen den Mann nicht verbrennen? Das wirst du noch erfahren, sagte Großmutter und erzählte weiter. Als jener Hirt, der ein so böser und heftiger Mensch war, all dies sah, fragte er sich selber verwundert. Was kann das für eine Nacht sein, da die Hunde nicht beißen, die Schafe nicht fürchten, der Speer nicht tötet und das Feuer nicht versenkt? Er rief den Fremden zurück und sprach zu ihm. Was ist das für eine Nacht? Und wie kommt es, dass alle Dinge dir Barmherzigkeit zeigen? Da sprach der Mann, das kann ich dir nicht sagen, wenn du es nicht selbst erkennst.
und wollte seines Weges gehen, um bald ein Feuer anzuzünden und sein Weib und Kind erwärmen zu können. Der Hirt aber dachte, er wolle den Mann nicht ganz aus dem Gesicht verlieren, ehe er erführe, was all dies zu bedeuten habe. Er stand auf und ging ihm nach, bis er dorthin kam, wo der Fremde hauste. Da sah der Hirt, dass der Mann nicht einmal eine Hütte besaß, um darin zu wohnen, sondern sein Weib und Kind lagen in einer Felsenhöhle, die nur nackte, kalte Steinwände hatte. Und der Hirt dachte, dass das arme, unschuldige Kind vielleicht in dieser Höhle erfrieren oder sterben würde. Und obwohl er ein hartherziger Mann war, rührte ihn dieses Elend. Und er sah nach, wie er dem Kinde helfen könnte. Er löste seinen Ranzen von der Schulter und nahm daraus ein weiches, weißes Schaffell, gab es dem fremden Manne und sagte, er solle das Kind darauf bitten. Aber sobald er gezeigt hatte, dass auch er barmherzig sein konnte, wurden ihm die Augen geöffnet, und er sah, was er zuvor nicht wahrgenommen hatte, und hörte, was zuvor seinen Ohren verschlossen war. Er sah, dass er mitten in einer dichten Schar kleiner, silberbeschwingter Engel stand, die einen Kreis um ihn bildeten. Und jedes Englein hielt ein Saitenspiel, und alle sangen mit jubelnder Stimme, dass in dieser Nacht der Heiland geboren sei, der die ganze Welt von ihren Sünden erlösen würde. Da verstand er, weshalb sogar alle leblosen Dinge in dieser Nacht so froh waren, dass sie niemandem etwas zuleide tun mochten. Und nicht nur rings um den Hirten waren Engel, überall bewahrte er sie. Sie saßen in der Felsenhöhle und sie saßen draußen auf den Bergen, auch unter dem Himmel flogen sie hin und her. Sie kamen in großen Scharen auf den Wegen dahergewandelt, und wenn sie vorbeischritten, blieben sie stehen und warfen einen Blick auf das Kindlein in der Höhle. Jubel und Freude, Sang und Spiel waren überall, und der Hirt sah es in der dunklen Nacht, in der er sonst nichts hatte wahrnehmen können. Voll Freude, dass seine Augen geöffnet waren, sank er auf die Knie und lobte Gott. Und als Großmutter so weit gekommen war, seufzte sie und sprach: Aber was der Hirt sah, das können wir auch sehen, denn die Engel fliegen in jedem Weihnachtsnacht unter dem Himmel dann her, wenn wir sie nur zu erkennen vermögen. Und dann legte Großmutter ihre Hand auf meinen Scheitel und sprach: Dessen sollst du eingedenk sein, denn es ist so wahr, wie ich dich sehe und du mich siehst. Nicht auf Kerzen und Lampen kommt es an, noch auf Sonne und Mond, sondern was Not tut, ist einzig und allein, dass wir die rechten Augen haben, Gottes Herrlichkeit zu erkennen.
4 bitte halten. Großer Gott, in Jesus Christus kommst du selbst in die Welt. Du kommst zu uns, Herr, und die Macht der Mächtigen erweist sich als gering. Du kommst zu uns, Herr, und die Ohnmacht der Geringen findet ein Ende. Du kommst zu uns, Herr, und der Hunger der Hungernden wird gestillt. Du kommst zu uns, Herr, und die Verfolgten finden Schutz. Du kommst zu uns, Herr, und die Kranken werden gesund. Du kommst zu uns, Herr, und die Erschöpften finden Ruhe. Auf all dies hoffen wir, wenn wir sehnsüchtig auf dein Kommen in unsere Welt warten. Herr, vieles bewegt uns in dieser Zeit. Wir legen es in das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Dazu bitte ich Sie, wenn Sie können, dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfang den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Nehmen Sie wieder Platz. Marianne, dass du uns diese wunderbare Geschichte von Selma Lagerlöf vorgelesen hast. Es war super. Dankeschön. Ebenfalls geht ein großer Dank an Herrn Willroth, der uns so toll, so wunderbar, so stimmungsvoll musikalisch durch diese Andacht begleitet hat. Großer Applaus für euch. Die Kollekte der diesjährigen Adventsandachten wird eingesammelt für die Neuerschaffung der Abschlusselemente unserer fast 250 Jahre alten Kronleuchter. Das sind
ungefähr fußballgroße Messingkugeln. Die alten ließen sich nicht mehr restaurieren und es müssen neue angefertigt werden. Ich bitte Sie herzlich um Ihre Spenden und Gott segne die Geber und die Gaben. Und jetzt bleibt mir nichts mehr weiter übrig, als mich auch bei Ihnen und bei euch allen zu bedanken und einen guten Nachhauseweg zu wünschen. Und ich möchte gerne, dass alle gesund bleiben und dass wir uns noch an mehreren Abenden hier in der Kirche wieder treffen können. Kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie behütet. Tschüss!